Der Tiergarten Schönbrunn freut sich, dass wir wieder Nachwuchs haben bei den Mähnrobben, auch südamerikanische Seelöwen genannt. Diese Mähnrobben haben dieses Jahr wieder Nachwuchs bekommen. Es ist so, dass bei uns 6 Tiere jetzt leben. Die leben zusammen in einem Harem, das heißt ein dominantes Männchen, der sich mit mehreren Weibchen paaren kann und so regelmäßig für Nachwuchs sorgt. Es ist so, dass das soziale Gefüge sich in der Gruppe natürlich etwas verändert. Jedes Mal, wenn ein Nachwuchs kommt, die Mutter ist ungefähr 11 bis 12 Monate lang trächtig, bekommt dann das Jungtier an Land, ist 1 bis 2 Wochen mit dem Jungtier zusammen, bevor sie es dann letztendlich ins Wasser führt und mit ihm, mit der Gruppe mitschwimmt. Dieses Jungtier wird dann noch lange bewacht von der Mutter, aber unser Kleiner spielt jetzt schon zum Beispiel mit seinem Bruder vom letzten Jahr. Das Sozialverhalten wird innerhalb der Gruppe gelernt und langsam im Laufe der nächsten 6 Monate fängt dann an, das Jungtier Fisch dazu zu fressen und letztendlich bekommen dann Männchen ein Gewicht von 300 bis 450 Kilo und die Weibchen werden um die 100 bis 150 Kilo schwer. Unser diesjähriges Jungtier ist jetzt 4 Wochen alt. Es geht ihm sehr gut. Der ist wie gesagt an Land geboren und geht dann nach 1-2 Wochen mit der Mutter gemeinsam ins Wasser und zu der Gruppe. Er ist wohlauf, trinkt gut, entwickelt sich prächtig und wird von den restlichen Herdenmitgliedern sehr gut angenommen. Die Mähnrobben des Tiergartens Schönbrunn sind Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Das heißt, unsere Tiere sind Botschafter für die Tiere, die an der südamerikanischen Küste leben. Und wir vermitteln die Tiere innerhalb des Zuchtprogrammes dann weiter an andere zoologische Einrichtungen.